Hallo und herzlich willkommen beim Gameplay zu Sacred Citadel, der dritte Teil des weltbekannten Sacred-Franchises, auf den die gesamte Menschheit schon spannend wartet. Das Ding hat nichts mehr mit Sacred zu tun, ist jetzt ein Side-Scroll-Brawler Hack'n'Slay Castle Crashers. Kommt vom neuen Entwickler, kommt vom neuen Publisher. Und wir gucken jetzt mal rein. Ist ein Drei-Spieler-Koop-Spiel, kommt im April Q2 für so ziemlich alle Konsolen raus. Also PC, PSN und Xbox Live Arcade. Mhm. Wir wissen noch nichts darüber wirklich. Ich habe es mir einmal kurz angeguckt, ihr habt es noch gar nicht gesehen. Okay. Ja. Sieht so ein bisschen aus vom Stil her wie Torchlight, muss ich jetzt sagen. Das hat Tom gestern auch gesagt, ja. Torchlight, das sieht so ein bisschen aus, also so von einem Comic-Look her und so weiter. Und mal sehen. Oh, Story. Ja, habe ich mal geskippt. Es ist ein Drei-Spieler-Koop-Spiel. Wir haben jetzt einen Warrior, das ist der Tobi, ja, oder? Ja. Warrior. Ja. Die Schamanin, das ist der Tom. Und ich bin der orangene Ranger. Die haben natürlich auch alle verschiedene Attacken. Also mein Ranger hat einen Bogen als sekundäre Waffe. Der Schamane vom Tobi, oder die Schamanin Tom. Vom Tobi. Vom Tom, Mann. Wieso werden die sich eigentlich gar nicht? Ach so. Die Schamanin vom Tom hat einen irgendeinen magischen Zauberstab. Down, da geht down. Ich hab was auf. Und der Tobi hat einfach einen Riesenhammer. Ich hab einen Riesenhammer. Ich komm hier mal, ich smash hier mal so rein, so Hulk-Smash-mäßig. Stab, stab, critical. Gibt's irgendwas an Koop-Aktionen, die man machen kann? Oder? Das weiß ich nicht. Also man sollte natürlich nicht sofort alles erhoffen. Das kommt natürlich. Doch, ich will alles von diesem Spiel. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass... Soll besser sein als Diablo. Ist es jetzt schon besser als Diablo? Ja, das ist ja nicht so schwierig. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass es ein 3D-Spiel ist. Also ich dachte, es wäre 2D, aber wie man sieht, kann man hier auch rein und raus rennen. Ja, aber das ist so typisch Turtles in Time oder so. Ja, ja. Ach so, typisch Turtles in Time, also. ich find's ein bisschen mit der Perspektive ein bisschen schwierig. Ja, genau. Ich würde mal ganz kurz gucken, was hier für Kombos gibt. Ja, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Menüs. Ach, guck mal, man kann sogar oben unten gehen. Also wie man sieht, gibt's ja schon mehr Sachen als ich. Ich habe fotografisches Gedächtnis, ich habe mir alles gemerkt. Allerdings vom falschen Charakter. Scheiße. Siehst du da? Übelste Kombo von mir. Oh, ich kann hier diesen coolen. Wieso hebst du? Ja, das ist gut. Nee, alles okay. Alles okay? So, ja. Okay. Das ist halt die kommende Testversion, die wir hier spielen. Achso, die Trial Mancer. Genau. Ah, ich treffe nix. Sind dumme Orks, ne? Oder wie sieht's aus hier? Ja, das werden. Ja, vielleicht sind sie auch kluge Orks. Okay, das müssen wir nochmal herausfinden. Die gehören jedenfalls noch nicht dazu. Also, man kann auch juggeln hier, wenn man das will. Ich versuche ganz einfach eine spezielle Attacke zu machen. Das klappt irgendwie nicht so ganz. Was nehmen wir denn da auf? Geld oder wie ist das? Oder ist das was anderes? Das ist bestimmt irgendwas. Bin ich mir ganz sicher. Ach, es ist was. Ja. Cool. Aber es gibt übrigens auch natürlich hier ein. Man kann sich auch ausrüsten mit Waffen und Rüstung und sowas. Also es ist schon so ein bisschen auch so Anflüge von Rollenspielchen. Mhm. Und nicht halt nur dieses Draufgekloppe, was ich ganz nett finde. Und ich finde, es sieht wirklich, wirklich schön aus. Der Stil gefällt mir auch gut. Aber warum heißt es Sacred? Ja, das ist die große Frage. Da oben. Es gibt hier nicht mal Goblins, gut, die wird ja wohl, Schmiede rufen. Es wird ja wohl auch in dieser Spielwelt spielen, von daher. Die war ja recht groß und hatte nicht eine mehr gute, genau, also mit der, vielschichtige genau, Hintergrundstory. Mit der B-Attacke. Guck mal, ich habe gerade einen neuen Attacken gemacht hier. Ah, guck an. Ich bin jetzt Kugan. Ja, aber ihr alle übrigens. Also mit B können wir diese Power-Attacke auslösen. Na, die speichern wir natürlich für den Boss auf, der da hinten steht. Und da unten hier, Tobi, Tom, du hast jetzt die Attacke da gelernt. Das ist doch schön, dass man Kombos lernt. Das ist schön, ja. Ja. Also alle kamen jetzt X, rechts, Y. X und was dann bei, was Y. Bei mir, nee, bei mir sieht es so aus. Das ist eine Kombo, die ich hier muss einfach dann rechts und Y gleichzeitig drücken. Oh, ich mache hier schon meine Kombo immer. Nochmal B. Das geht doch nicht. Schade. Es ist aber ein bisschen schwierig manchmal abzuschätzen, ob man denn wirklich gerade auf der richtigen Ebene steht. Genau, das ist halt auch die Schwierigkeit. Das hatte ich schon erwähnt. Würdest du mir zuhören, hättest du das ja, aber eventuell ich die Schwierigkeit auch jetzt für mich entdecken. Ja, ja, so ist das nämlich mit der modernen Spielerkultur. Ne? Sobald es einen dann persönlich betrifft, dann wird es interessant. Dann wird es interessant, da wird gemeckert. Hier, ich finde gut, wie der Blaue gerade einfach in die Luft. Du hast was du, ne? Das war ich. Ich habe gekrittet, Mann. Das war ein Krit nach dem anderen. Den Boden weggekrittet. Ja, einfach alles weggekrittet. Power Attack. Irgendjemand kann einen Power-Attack machen. Ja, ich die ganze Zeit, aber wie gesagt, ich warte noch. Also bei mir geht's nicht. Ich drück B, aber es passiert nichts. Bei mir wusste ich nicht. Doch, jetzt. Oh, krass. Oh, krass. Oh Gott. Trink Health Potion. Ich hab einen Power-Attack gemacht. Ich mach jetzt meine.
Oh, ich mache die ganze Zeit diesen Air-Flip hier und dann macht sie so eine Attacke nach unten. Wollt ihr denn nicht mal in die Mitte kommen lassen? In den Boden. Was? Ich habe wieder in den Boden gekrittet. Sehr gut. Tobi hat das Spiel schon verstanden. Ja, ihr seht das nur noch nicht. Das Problem ist... Oh, Jump'n'Run. Oh Gott. Der Boden ist hier der größte Gegner. Folgt mir, Leute. Oh, krass, komm, ich bin. Oh. Also wenn die RC haltet währenddessen, dann rennt ihr. Das ist eine wertvolle Information. Nicht wahr? Was machen die da oben? Die warten. Also das ist jetzt ein bisschen... Achso, die können wir gar nicht angreifen, okay. Das wäre jetzt vom Bildausschnitt auch ungünstig gewesen, wenn wir die hinten angreifen können. Nein. Was sind eigentlich diese Malzahlen? Sind das Multiplier, wenn man nicht getroffen wird? Oder was ist da los? Siehst du, also der Player 1, der Tobi, du hast eine Kombo von 52 gerade am Laufen. Ja. Was ziemlich krass ist. Ich bin halt einfach krass. Wie hast du es geschafft, so krass zu werden? Ich bin, was ich halt schon auch herumgesprochen hat mittlerweile, der Gaming-Gott. Ich würde einfach sagen, der Krieger ist overpowered. Ja, das muss sein. Das sagt Tom jetzt. Ich würde das mal so nicht stehen lassen wollen. Was macht denn ihr da hinten? Seid ihr immer noch nicht fertig mit euren Gegnern? Ich war doch gerade bei dir. Nee. Doch. Nein. So, mal gucken, ob wir noch zu dem Endboss hier kommen. Ja, sieht doch gut aus. Grimmock Mama. Das ist ein toller Endboss. Ja. Die Grimmock Tickle Mama. Rim an Ziel der Torok. Also offensichtlich ist es auch nicht ganz ernst gemeint, das Spiel. Doch. Ei, ich brenne. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich brenne. Ich war einfach nur so die ganze Zeit. Wie er sich halt als Fernkämpfer einfach in die Sicherheit schmuggelt. Und selbst die Schamanen, als die auch. Was ist denn deine Schamanenzacke? Mach die doch mal. Ja, die macht diesen Fern. Hi, schon ein paar Mal. Ja, die macht dieses. Ah, okay. Wow, oh Gott, es tut weh. Ich habe euch gerade alle aufgelevelt. Nee, ja, genau. Das ist meine Fähigkeit. Cool. Komm mal nach rechts hier. Oder hier, guck. Crit. Ja. Man kann es halt aufladen, das ist ganz cool. Aber es heilt auch, soweit ich weiß. Also, wenn ich euch damit treffe... Scheiße, jetzt habe ich meine Spezialscheiße da hinten ausgelöst, wo keiner war. Ah, ich brenne. Spezialscheiße, Mann. Oh Mann, ich brenne jetzt auch wieder. Ja, die Effekte sind nice, muss ich echt sagen. Sieht wirklich schön aus. Ich warte auf den spielerischen Tiefgang. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so der Stil, den auch Dragon Age 2 erreichen wollte. Stattdessen aber einfach scheiße aussah. Weißt du, ja, etwas. Ja, also damit wäre ich fast noch klargekommen, glaube ich. Mit dem Stil. So, hier der Rest war scheiße. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Also ich frage mich halt total, warum das die Sacred-Lizenz haben muss und ob es nicht besser ankäme, wenn es nicht die Sacred-Lizenz hätte. Mach's, glaube ich nicht. Also es wird niemand sagen, also die Sacred-Lizenz ist vor allen Dingen in Amerika so komplett unbekannt, dass ja, aber warum keinen dann Effekt sie benutzen? Wird. Ja, aber für Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage, aber es wird auch keinen negativen Effekt haben. Also, ja, wahrscheinlich. Sagen wir einmal ins... Oh, krass, guck mal hier. Oh, ich habe jetzt A gedrückt schon. Also ihr könnt jetzt, du auch. Add doch mal was, Tobi. Oh, drück nicht A. Ihr Idioten, ey. Hier, wir können jetzt Sachen halt machen. Ich mach und ich. Alles auf Attack. Alles auf Attack. Ich habe darauf verzichtet, weil wir so gut genug sind. Ja, genau. Handicappen uns. Hier, wir gucken jetzt nochmal kurz in die... Oh, warte mal. Ich würde einmal kann ich Enter Town machen. Mit der... Okay, können wir da Gegenstände verkaufen und mit alten Leuten reden? Das erhoffe ich mir ein bisschen. Oh Gott, okay. Das bietet sich ja für ein Giga-Gameplay an. Ich geh mal was kaufen. Hier kann man sich Sachen kaufen. Okay. Also man Ende. Sieht. Oh krass, ich habe gerade einen Supertag gemacht. Ich wollte halt mal zeigen, dass es hier auch ein bisschen mehr gibt als dieses Rumgeschnetzel einfach nur. Ne? Okay, es gibt Quests. Ja. Aber und damit hat es ja schon ein bisschen mehr Substanz sogar als Castle Crashers, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich meine, Castle Crashers hat halt ein großartiges Gameplay, das braucht man nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob es das noch auch haben wird. Und Humor halt. Ne? Und einen sehr, sehr tollen Humor. Das scheint das Spiel ja auch zu versuchen. Mhm. Also mir macht es Spaß bisher. Mir macht es auch Spaß. Also sehr anspruchsloser ist, Spaß. Aber Castle Crashers ist ja nicht der Swingerclub in der Diefenbachstraße? Oh. Gut, was ist dann deiner Meinung nach ein Castle? Ja. ich gehe mal da oben hin. Kann ich nicht. Geh mal ich wechsle mal das Thema. Aber ich habe doch voll viel Attack jetzt, Mann. Sind das Goblins? Ja, irgendwie nee, so. Nee, es sind Menschen. Schwer zu erkennen. Nee, es sind Menschen. Zwischen all dem Blut. Ich finde unsere Spielernamen oben am besten. Giga Online, Giga und Player.
So. Was ist das eigentlich, was sie da trägt? Ist das so eine Was wäre? Trommel oder du? Sowas? Ja. Oder so ein Gefäß? Das ist, ja. Das ist dieses Gefäß aus Naruto, in dem die Seelen von Menschen einsperren können, wenn sie die fangen Shippuden. Wollen. Shippuden! Shippuden! So. Boah, wenn ihr zu langsam seid! Oh, muss man ja lang. Nee, doch nicht. Hä, was? Ach, hier runter. Doch. Hier. Ich wollte schon ausrasten. Oh, da ist wieder eine. Oh, ihr kennt man kann ja auch so... Ja, ja, klar. Pullis. Wow, Sprinten. Was war das denn? Was denn? Irgendjemand hat was gemacht, was... Alter, Explosionen ausgelöst hat. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die... Also hier merke ich jetzt gerade besonders, dass der Bildschirmausschnitt ein bisschen zu klein ist für zu viele Charaktere. Da guck mal, wie wenig Platz hier gerade ist. Und ich erkenne gerade sehr, sehr wenig. Ja. Ja, es ist schon. Na, das ist ja bisher noch zu verkraften, weil es sozusagen auch wenig Taktik gibt oder irgendwas, auf das man achten müsste. Ja, ich denke mal, die kommt wirklich dann, wenn du auch ein paar mehr Kombos hast und halt die stärkeren Gegner kommen. Aber Klassenspezifikation oder so habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich entdeckt. Na, ich kann ja heilen zum Beispiel. Du kannst heilen? Mit meiner Wurzel hier. Ich kann, wenn ihr hier drin steht... Er kann heilen mit seiner Wurzel. Mach das mal, ich will mal testen. Also ich bin der Meinung, dass ich euch gerade geheilt habe. Nee. Nee, bist du nicht. Nee. Geil, wie du... Jetzt sehe ich erst, was für riesige Percussion dabei hast. Aber hier, warte mal, bleib mal hier. Oh. So. Wie hast du das gemacht? B. Das war B. Ach so, okay. Also hast du halt eine Heilattacke. Das war nicht Heilattacke. Das war auch B. Okay. Jetzt mache ich mal B. Und das war dieser Bogen, oder? B. Ja, ich mache hier sowas. Was aber nicht sehr viel Schaden macht. Wieso kann ich denn da... Ach so, der war sehr unbeeindruckt. Ja. Komm, ich kann nicht alle mit einem riesigen grünen Energiestrahl heilen. Boah, und ich werfe einen fucking Feuerball. Und ich mach Piu, Piu, Piu. Schmerz. Ich find's immer so süß, dass in solchen Spielen, auch bei Borderlands, dann Nummern rauskommen aus den Gegnern, weil das irgendwie Trefferfeedback simulieren soll. Hm. Also ich sage süß, ich finde es aber eigentlich total behämmert. Weil findest du das? Also ich bin da, also es kommt immer aufs Spiel drauf an. Ja. Aber ich also bei Borderlands fand ich es total bekloppt. Also hier stört es mich gar nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut. Nee, hier fällt halt, also hier wird es dadurch halt negiert, dass halt auch Blut rauskommt und da hast du halt dein sonstiges Trefferfeedback. Aber es gibt halt viele Spiele, die dann diese Nummern als Trefferfeedback benutzen, als zentrales. Und das finde ich halt immer ein bisschen langweilig, wenn sich die Entwickler zu faul sind, vernünftiges In-Game-Feedback zu geben. Na, bei MMOs hast du sowas. Genau. Also, oh, guck mal, aber hier, da geht's halt auch nicht anders. Kann ich die Axt irgendwie aufheben? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Ich weiß es nicht. Uppercut. Oh, wie ist das gemacht? Nee, habe ich nicht. Also, du machst X hoch und Y. Ah, hier. Also, ihr habt jetzt auch alle diese Kombo, ne? Also, du musst hoch und Y gleichzeitig drücken, übrigens. Okay, ich nehme mal das Schwert auf hier. Ja, ich mach's hier. Nee, die Axt will ich haben. Ach, die hast du jetzt schon genommen. Okay. Okay, man kann Waffen aufheben, das finde ich. Das heißt, es gibt vielleicht Epic Loot. Das will ich dann natürlich haben jetzt. Also sieht man, wir müssen doch das Spiel zu Ende spielen. Also sieht man doch noch ein bisschen Sacred. Naja. Wie sagt man? Oh, da passiert was. Oh, oh. Wow, oh, oh, oh Gott. Oh, oh. Oh, krass. Oh, oh, oh. Umgebungselemente. Krass. Das Spiel wird immer besser. Ja. Also ein bisschen Sacred hat es schon noch, weil du halt noch Rollenspielelemente hast. Ja, aber ich weiß nicht, wie sehr man das dann auf Sacred schieben sollte, weil die haben ja damit nichts zu tun. Haha. Wieso sage ich haha, wenn ich voll getroffen wurde? Haha, ich bin gestorben! Weil du dich geopfert hast für uns. Achso, okay. Take one for the group. Oh nein! Oh, da kommt wieder was. Was die natürlich nicht stört, ne? Die sind immun gegen Minecarts. Genau. Alter, wie hat die halt in den Haus hier, ey? B! So. Also meine Spezialattacke macht mal überhaupt keinen Schaden. Ja, meine auch nicht. Tatsächlich. Meine auch nicht. Ja, deine hält ja auch die Pfeife. Trotzdem. Gott, was für Durcheinander. Wow. Also ich spamme mir auch einfach immer nur dieses nach oben gehen und dann mit so einem Kreisel wieder also nach unten. Also ich benutze tatsächlich meine Kombos auch. Hier ja, ich mache ja eine Kombo, aber halt immer die gleiche. Ja, ja, ja. Und wir müssen connected sein. Nee, das ist einfach nur, damit wir es kaufen können. Oh Mann. Hier, ich hab gejuggelt, Alter. Ich bin der Juggler. Ach, guck mal, kannst du, Tobi, diese Waffe hier aufnehmen? Das ging gerade eben nicht während des Kampfes, glaube ich. Ah, okay. Ja, das kann sein. Sonst hätte ich jetzt gedacht, dass das irgendwie klassenspezifisch wäre. Naja, aber du hast ja eine Nahkampfwaffe. Wir haben ja alle
diese Basic-Nahkampfwaffe, so. Oder? Kann die irgendeiner aufheben hier? Ah, jetzt können wir die aufheben, okay. Also liegt es nicht an der Klasse, sondern einfach am... Aber ich finde cool, dass man die einfach so on the fly wechseln kann. Nee, das ist einfach grün. Ich glaube, das hier macht einfach so eine Art Naturschaden oder sowas. Das habe ich vorhin. Der berühmte vorhin Naturschaden. Vorhin, na, so deswegen Stein-Pokémon so besonders. So hieß es in World of Warcraft, Mann. Ja, das ist völlig in Ordnung. Tom, ich habe dich verstanden. Dankeschön. Das macht Naturschaden. So als Fakt einfach. Guck mal hier, das macht ganz klar Naturschaden. Ja, wenn es grün ist oder halt Giftschaden. Ja, dann kommt, warum ist das kein Blattschaden, so wie bei Blatt-Pokémon? Stimmt, das macht viel mehr Sinn. Chlorophyll ist es doch da Chlorophyll-Schaden. Eieiei, oh Mann. Metamorphose-Schaden. Chaos-Schaden. Das ist immer, wenn den Entwicklern nichts mehr einfällt, ne? Ja. Ja, oder bei Final Fantasy einfach ein zentrales Spielelement wird. Ah, da habe ich noch schön erstmal einen abgedroppt hier. Nicht von Einfall als zentrales Spielelement. Guck mal, hier kommt jetzt Chaos über die Welt. Und das ist schlecht, weil es heißt Chaos. Ich glaube, der ist hin. Mein Gott! Ding, 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 ding. Die sind irgendwie dumm, die Gegner. Was haben die denn überhaupt dabei? Das sind so Kohleminenarbeiter oder was? Ja, ja, wir sind hier in der Mine und die arbeiten hier. Warum wir die jetzt töten? Wir verkloppen die, oder ja, was? Wir die jetzt töten sind deswegen? Das, wahrscheinlich sind das Streikbrecher oder so. Genau, wahrscheinlich. Das ist das zentrale Spielelement von Sacred Citadel. Ey, wumps. Das Story-Element. Kommt hier, kommt hier. Ja, Gewerkschaftskampf. Arbeiterklasse begehrt auf. Und genau. Lass uns doch mal über die Bahnstreiks reden. Genau. Tobi. Die Bahnstreiks. Oh. Wollt ihr den mal hier hinlocken? Was gibt's denn da? Ja, hier ist eine mega. Nicht schlagen. Tom, hol die mal hin. Wenn du mir sowas sagst, nicht schlagen, Tobi, dann muss ich. Ich soll halt die hier hinholen! Tobi! Hier hin! Ich komm ja. Ich bin ja hier. Oh, jetzt kann man es nicht auslösen. Gut. Okay. Die anderen beiden konnte ich gerade noch auslösen. Ja, das steht doch so im Hintergrund hier, guck doch. Ja, das ist doch dumm. Oh, hier ist ein Bogen gedroppt. Wow, krass. Wie seltsam es ist, dass wir immer alle gleichzeitig... Was ist denn das für eine Attacke? Leveln. So. Hä? Oh, geil, guck das an. Check das aus. Check das aus, Alter. Ich mach die jetzt da oben. Und dann mit dem Bogen. Bam, 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 bam. Oh, mein Bett. Das ist ja das doch geil. Eigentlich ganz cool, ja. Aber, ja. Also, boah. Es ist auch so eine ganz simple Art befriedigend, dieses Spiel. That's what she said. Ja, sie sagte, es ist nein, so eine ganz simple Art. Ohne das Spiel. Don't go there. Ohne das Spiel. Einfach ignorieren. Oh, das ist ein Bogen. Das ist ein neuer Bogen, ja. Ohne das Spiel wäre das unfassbar lustig gewesen. Oh, warte mal, ich glaube, das macht auch mehr Damage hier, das Schwert. Das ist auf eine unglaublich simple Art befriedigend. Oh. Einfach mal ins Nichts gesprungen. Weil der Tobi so. Ah, er hat hier halt, ne? Brauche ich nicht. So ein Krieger, der macht das aus der Hüfte. Brauche ich nicht. Bam, 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 bam. Oh Gott, stirb, ihr seid alle fast tot. Du verdammter. Was? Wir haben voll Energie alle. Ja, okay, ich wollte nur eine Entschuldigung haben für meinen Heil. Ihr seid alle fast tot. Damit ihr in Zukunft auch wirklich diese scheiß Minijobs annehmt. Hört auf euch zu beschweren. Zurück. Wie du dir deine eigene Story machst, das finde ich sehr sympathisch. Oh. Ja, hau weg. Tschüssi. So. Oh, da ist ein Ding hinten. Oh ja. He's very calm. Den will ich noch besiegen. Bonzo. Ach, guck mal, man kann sogar blocken. Also wir sind immer noch im Tutorial anscheinend. Ja, das mit dem Blocken habe ich irgendwie bisher auch ignoriert. Ja, also ich habe es ständig benutzt. Ich denke mal, wenn der Bonzo da hinten ausbricht. Die kommen doch auch gar nicht zum Angriff. Ja, ich denke mal, wenn der Bonzo da hinten angreift, dann wird das wahrscheinlich nötiger werden. Nee, glaube ich nicht. Nee. Da, oh, Bonzo! Bonzo! Uncaged Cave Beast! Oh Gott! Hier, ich blocke, guck, wie ich blocke! Du blockst so schön! Und hier kommt Spezialattacke! Ja, genau. Boom! Und wie ich geblockt habe und wie awesome ich einfach 10% bin. 10% haben wir schon, Leute! Oh Gott. Machen wir hier den Kleinkram noch weg. Das macht mir gerade echt überraschend viel Spaß, muss ich mal betonen. Wollen wir nicht auf eine Seite gehen? Das ist irgendwie, obwohl, naja. Nee, nee. Aber wer greift irgendwie auch nicht an, also jetzt überzeugt. Also du kannst übrigens auch, wenn du XXY machst und dann Y hältst, ist deine Y-Attacke besonders stark. Du, das mach ich die ganze Zeit. Nee.
Doch. Nee. Achso, das ist kein Hammer mehr. Doch, da. Nee. Das mache ich die ganze Zeit. Geheilt, Leute. Aber wenn du Y hältst, dann wird es noch stärker. Und trotzdem geheilt, Leute. Oh, du bist der beste Zorn. Das war auch dringend nötig. Okay, das, du hast recht. Wir werden alle schon mindestens 10% Schaden. Vollkommen unakzeptabel. B. Ah, geht doch nicht. Aber nicht viel. Der ist so schön groß, da kann man die ganze Zeit in der Luft angreifen. Ja, der macht halt nichts. Ne? Ja, der wehrt sich halt nicht, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber irgendwie trotzdem ganz nett, auf ihn drauf zu hauen. Irgendwie ist schon, ja. Eitreffer an. Oha. Oh, einmal greift an, schon sind wir alle fast tot, ey. Ja. Tom, du musst uns unbedingt heilen. Ich kann noch nicht. Aber ich glaube, es wird nicht mehr nötig werden, weil so wirklich viel tot. Hat er nicht. Ah, kann einfach oben drücken, dann heilst du dich auch. Ah, ich habe keinen Tränkel, glaube ich. Bam. Hier, da, den will ich. Loot. Ich klopp mich immer gerne um Loot. Aber keiner kämpft mit dir gerade. Ich will nicht wählen, okay. Ja, ich finde, das fehlt noch. Das Anti-WoW. Es fehlt noch aus Castle Crashers, diese, wo man gegeneinander dann ist. Ja. Zum Schluss. Für die super toll, tolle Dynamik, die sich da entfaltet. Ich habe irgendwann mal ein WoW-Video gesehen, wo einer am Ende einfach alles geninja-lootet hat. Das war das Beste. Das war so eine richtig dicke, für sich meine Instanz. Das war zur Anfangszeit, wo es noch ging. Nee, ich habe ihn noch nicht aufgenommen. Stimmt, da ging noch Ninja. So, und jetzt? Jetzt haben wir das Level, glaube ich, abgeschlossen. Na dann. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste. Ich war aber mit dem Loot beschäftigt. Ey, mein Bildausschnitt. Ich komme hier nicht hoch. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ich komme nicht hoch. Du musst dich, ja, den Doppeljump ein bisschen timen. Weißt du, so. Wow. Weißt du, so. Wow. Mann, Leute. So, frag ich alle. Tschüss. Oh, das ist super. So. Super weird. Das Level machen wir noch zu Ende, ne? Jo. Ja. Dürfte er hier zu Ende sein. Eigentlich. Danke. Yeah. Oh. Das wäre dann Sacred Citadel. Warte, wer... Haben wir alle gleich viel? Wieso haben wir alle gleich viel? Das ist ja total komisch. Der Score ist unterschiedlich. Ich hatte den größten. Du hattest den größten, ja. Ich würde noch mal ganz, ganz gucken, wie viel jetzt hier noch drin steckt. Könnt ihr alle einmal A drücken? Also wir werden diese Version eh nicht mehr spielen wahrscheinlich, deswegen könnt ihr das auch skippen. Doch, ich wollte die Dexterity, die ist wichtig. Ich weiß nicht, was sie macht, aber... Also das Ding, also das ist jetzt der erste Akt. Der hat dann schon offensichtlich... 5, 1, 2, 3, 4, 5, genau. Derer gibt es 4 Akte, also gibt es 20 Level. Jedes Level dauert 10 Minuten, also seid ihr ungefähr 15 Minuten damit beschäftigt. Warte, nee. Oh Gott. Ist Arcade und das heißt Low Budget. Ich glaube, 10 Euro könnten wir auch 15 Euro werden, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und ist der erste Endgegner ein Werwolf? Ich glaube ja. Oder ein Stimmt. Bulle mit Fell. Ja. Oder jemand, der... Und das würde implizieren, dass ein Bulle normalerweise kein Fell hat, was ich gerade gesagt habe. Das auch, ja. Das ist auch jemand, der einen sehr behaarten Rücken hat und sich gerade einfach nur bückt und dabei... Das ist Tobi in 10 Jahren. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gears of War Judgment war für mich eine Enttäuschung. Das könnt ihr euch hier angucken, das Gameplay. Und in Bezug auf Enttäuschung haben wir noch mehr zu bieten, nämlich... Top Montag mit den größten Spielerenttäuschungen aller Zeiten, die wir gewählt haben. Und da könnt ihr dann fröhlich mitvoten in den Kommentaren für eure Community-Folge zum Schluss. Und ja, viel Spaß dabei.